Hallo und herzlich willkommen in meinem Deko-Ideenreich. Ich stehe heute hier in unserem Garten, denn es gibt mal wieder ein Gartenvideo. Ganz viele von euch haben mich gefragt, ob ich nicht mal wieder einen Rundgang durch unseren Garten machen könnte. Und da ich finde, dass ein Garten das ganze Jahr über was zu bieten hat, habe ich mir gedacht, ich zeige euch den Garten jetzt im Frühling und dann später im Jahr nochmal im Sommer. Jetzt im Frühling stehen doch ganz andere Gestaltungsaspekte im Vordergrund, wie der Habitus einer Pflanze oder die Form von einem Beet oder der Rasenfläche oder der Verlauf eines Weges. Und das sieht man ganz besonders schön hier in unserem Vorgarten, wo ich meinen Rundgang jetzt beginne. Damit die Bepflanzung nicht so langweilig wirkt und auch einen gewissen Sichtschutz hier im Vorgarten bietet, habe ich immer im Wechsel hohe und niedrige Gehölze oder Büsche gepflanzt, ähnlich einer Skyline. In unserem Vorgarten findet man vor allem organische Formen. Ich finde, das passt besonders gut zu diesem älteren Haus und zu einem Landhausgarten. Das sieht man an dem geschwungenen Wegverlauf oder auch an diesen geschwungenen Beeträndern und der Rasenfläche. Und begrüßt wird man hier im Vorgarten von diesen zwei tollen Apfeldornbäumen, die das ganze Jahr über einen tollen Zierwert haben. Im Winter mit dieser genialen Rinde und diesem feinen Geäst. Und im Herbst haben sie dann so orangefarbene rote Beeren und im Sommer ein dunkelgrünes, glänzendes, ledriges Blatt. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar Pflanzen, die ich total empfehlenswert finde und die, wenn sie den richtigen Standort haben, auch total pflegeleicht sind. Ich bin ein absoluter Fan von der Felsenbirne. Die seht ihr hier hinter mir. Die hat jetzt schon verblüht. Im Frühjahr trägt die so kleine weiße Blüten und der Blattaustrieb schimmert jetzt so leicht rötlich. Im Sommer habt ihr sogar was zum Naschen. Da trägt sie dunkle Beeren. Und im Herbst, ich sag's euch, die Herbstfärbung ist wirklich grandios. Ich liebe auch diese Spieren mit ihren langen weißen Risten, die auch einen tollen Kontrast zu diesem dunklen Laub vom Kirschlorbeer im Hintergrund bilden. Von diesen habe ich so ein paar Tuffs im ganzen Vorgarten verteilt. Und hier vor der Hauswand Richtung Nordwesten stehen drei Eichblatthortensien. Und da die nicht zurückgeschnitten werden wie eine Hortensia Annabelle, wirken die auch im Herbst und Winter ganz toll durch ihr bizarres Geäst. Und ein wahres Blütenspektakel bietet sich jedes Jahr im Frühjahr hier an unserem berankten Hauseingang. Das ist die Clematis alpina mit ihren kleinen rosafarbenen Glöckchen. Das Einzige, was diese Clematis benötigt, ist, dass man sie ab und zu mal zurückschneidet. Ansonsten ist sie auch total pflegeleicht. Worüber ich heute noch total froh bin, ist, dass wir damals diesen alten Sauerkirschbaum erhalten haben. Und bei der Gestaltung des Gartens haben wir quasi um den Baum herum gestaltet. Und er bietet jedes Jahr eine Blütenfülle und die Bienen fliegen. Das ist echt herrlich. Deshalb mein Tipp an euch, wenn ihr alte Bäume oder Gehölze im Garten habt, dann versucht, die wirklich zu erhalten. Überall im Vorgarten verteilt findet man natürlich ein paar schöne Frühlingsblüher. Weiter geht's jetzt hier auf unserer Terrasse. Da bildet der Blütenhöhepunkt im Frühjahr diese Zierkirsche Amanogawa mit ihren rosafarbenen, so halb gefüllten Blüten. Das Coole ist, dass sie sehr schmal in die Höhe wächst und ideal für diesen Standort hier ist, denn da haben wir maximal 2,5 Meter Breite gehabt und im Sommer bildet die dann auch noch so einen schönen, feinen Sichtschutz. Unser Haus liegt ein bisschen erhöht und die Terrasse geht jetzt direkt in den Garten über. Das war aber nicht immer so. Die Terrasse war viel, viel kleiner und von der Terrasse gingen 5 Stufen in den Garten hinunter. Und das hat uns aber so gar nicht gefallen und deshalb haben wir zig LKW-Ladungen Erde hier ankarren lassen und haben das Gelände modelliert und den Garten quasi an die Terrasse geholt. So kann man jetzt direkt von der Terrasse in den Garten gehen, was ich persönlich total schön finde, denn eine Treppe bildet doch immer ein gewisses Hindernis. Und damit der Garten mit dem Baulichen
verbunden wird, habe ich links und rechts so eine Kletterrose gepflanzt, die Constant Spray. Und die Rankpyramiden, die kennt ihr vielleicht noch aus dem Video, das ich euch hier oben verlinke, vom letzten Jahr. Zu jedem Haus gehört auch ein Hausbaum und das ist bei uns der Amber. Ich liebe ihn, denn der hat eine grandiose Herbstfärbung. Er treibt relativ spät im Jahr aus, aber würde er hier nicht stehen, es würde echt was fehlen. Der verbindet quasi die Garage und das Haus ein bisschen und gibt auch so ein Stück weit Geborgenheit. Vielleicht habt ihr schon mal was gehört von dem Thema Gartenräume. Das habe ich versucht, im Garten hier ein Stück weit umzusetzen. Ich bin jetzt kein Profi, aber hier zum Beispiel geht so ein schmalerer Rasenweg von der Terrasse ab, weitet sich hier zu so einem größeren, runden Platz und dann geht wieder ein schmaler Rasenweg weiter und dann folgt wieder so ein runder Platz. Und hier an diesem ersten Gartenraum seht ihr rechts diesen tollen Zierapfelbaum. Das ist der Red Sentinel. Der blüht jetzt über und über mit so weißen Blüten und rosa Knospen. Und hier links seht ihr eine Strauchpäonie oder eine Strauchpfingstrose, die jetzt auch kurz vor der Blüte steht. Und die bekommt so handgroße dunkelrote Blüten. Auch der Hügel hinter mir war nicht von Anfang an da. Da haben wir auch Erde aufschütten lassen und haben den dann modelliert. Der bringt ein bisschen Spannung in den Garten und vor allem läuft einem der Blick nicht davon, wenn man von der Terrasse nach unten in den Garten schaut. Und bepflanzt habe ich den Hügel vor allem mit herbstblühenden Stauden wie Herbstastern, Fetthenne und Gräsern. Hinter dem Hügel erwartet einen eine kleine Überraschung. Kommt mal mit, ich zeig's euch. Das ist einer unserer Lieblingsplätze im Garten, unser kleiner Senkgarten. Das Schöne an dem Platz ist, dass die Steine die Wärme speichern. So kann man im Frühjahr schon sehr früh hier draußen sitzen und auch lange bis in den Herbst hinein. Und bepflanzt habe ich die Mauerkrone hier oben mit sonnenliebenden Stauden, denn das ist die absolute Südseite. Und da findet man dann Lavendel, Dachwurze oder Gräser. Und hier steht auch schon alles bereit, die Wanne und die Pflanzen, damit ich meinen Mini-Teich wieder anlegen kann. Dieses Video kennt ihr vielleicht noch vom letzten Jahr, ich verlinke es euch mal hier oben. Hier aus dem Senkgarten fällt der Blick direkt auf unser Wasserbecken. Wir haben jetzt beschlossen, wir nennen das jetzt Kneippbecken, denn letztes Jahr haben wir das türkisblau angestrichen, vorher war das schwarz und wir haben uns gesagt, jetzt kann man sowieso nicht in Urlaub fahren und dann hängt man doch die Füße lieber in so ein türkisblaues Wasser oder springt sogar mal ganz rein wie in so ein schwarzes Wasser. Auf Instagram hatte ich das schon gezeigt. Rechts davon diese Blumenrabatte, die hatte einen runden Rand und den habe ich im Frühjahr begradigt. Und hier links davon, einfach um auch noch mal ein bisschen mehr in die Höhe zu gehen, habe ich so eine Kletterrose oder Ramblerrose, die Himalaya Musk stehen, die auch im Sommer über und über mit so hellrosa-weißen Blüten bedeckt ist. Direkt im Anschluss an das Wasserbecken folgt hier mein großes Staudenbeet. Das habe ich mir vor Jahren mal angelegt, weil ich einfach einen Platz haben wollte, wo ich mit Stauden und Blütenfarben spielen und gestalten konnte. Da sieht man jetzt im Moment noch gar nicht viel. Der Blütehöhepunkt ist dann wirklich im Sommer. Das seht ihr dann im nächsten Video. Da ich im Herbst viele Stauden und auch Samenstände stehen lasse, das sieht einmal schön aus und dann ist es auch noch Nahrung für die Vögel, gehe ich im Frühjahr immer einmal gründlich durchs Beet, schneide alles zurück, entferne Unkräuter, locker die Erde. Wenn nötig, teile ich auch Stauden und bringe dann noch ein bisschen organischen Dünger aus. Und was ihr hier auch noch seht, ist eine ewige Baustelle, nämlich hier diesen
Übergang vom Beet zum Rasen, da liegt schon seit Jahren immer eine schwarze Folie. Ein Tipp für euch, wollt ihr Unkraut zurückhalten oder wirklich auch abtöten, ohne Chemie, ohne lästiges Umgraben, dann legt einfach ein paar Monate oder Jahre eine schwarze Folie aus. Dann habt ihr da wirklich cleane Erde darunter und könnt direkt mit der Gestaltung und Bepflanzung beginnen. Was aber diesen Sommer ganz sicher ansteht, ist, dass dieser Weg hier, denn ich möchte hier einen Weg anlegen mit einer wassergebundenen Oberfläche, und das werde ich jetzt die nächsten Wochen auf jeden Fall anpacken, und das Ergebnis seht ihr dann im Sommervideo. Mein Gemüsegarten, in dem ich jetzt gerade hier stehe, den habe ich so angelegt wie so einen kleinen Bauergarten mit Wegkreuzung und einem Wasserfass in der Mitte. Da ist jetzt noch gar nicht viel passiert, denn der April war total kalt und unbeständig. Ich habe jetzt ein paar Gemüsepflanzen hier in die Hochbeete gesetzt. Und den Boden für die Bepflanzung vorbereitet. Und da habe ich noch zwei Tipps, damit ihr Rhabarber frühzeitig ernten könnt. So mache ich das immer. Stülpe ich im März ein Gefäß über den Rhabarber, und wenn ich das dann im April abnehme, dann habe ich schon richtig schöne, lange Rhabarberstangen und kann die dann schon ernten. Und zum anderen decke ich meine Erdbeerpflanzen immer mit einem Vlies ab. So kommen die viel früher zur Blüte. Last but not least seht ihr hier hinter mir unsere tolle Obstbaumwiese. Ich liebe sie. Im Herbst gibt es natürlich ordentlich Äpfel zu ernten. Und bis in den Juni hinein lassen wir auch das Gras wachsen. Da findet man eine Vielfalt von Wiesenblumen wie Salbei, Margariten, Skabiosen oder auch verschiedene Gräser. Und hier kann man wirklich ein Stück Natur pur erleben. So, das war es jetzt mit meinem Gartenrundgang im Frühling. Ich hoffe, es waren ein paar Gestaltungs- und Pflanzentipps für euch dabei. Ich freue mich jetzt schon wieder aufs nächste Video und sag für heute ciao. Hier links gibt es nochmal zwei tolle Videos zum Thema Garten. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren und denkt dabei unbedingt dran, die Glocke zu aktivieren. Nur dann bekommt ihr immer Bescheid, wenn es auf meinem Kanal was Neues gibt. Und auf einen Besuch auf meinem Blog, Facebook, Instagram oder Pinterest freue ich mich immer riesig.